Wann warst du eigentlich das letzte Mal so richtig glücklich? Wusstest du, dass die meisten Menschen Glück eigentlich für ein Zufallsprodukt halten? Dass es irgendwo abfällt, wenn wir uns in einer besonderen Situation befinden, in der wir uns gut fühlen, in der irgendetwas Großartiges passiert? Und doch hat Glück für die meisten Menschen nur eine Halbwertszeit von wenigen Augenblicken. Und dann fristen wir wieder unserem täglichen Dasein. Das Interessante an dieser Betrachtungsweise ist, dass die meisten Menschen doch ihr Leben lang diesem Status von Glück hinterherjagen. Du kennst vielleicht auch so diese Geschichte, die Jagd nach dem Glück. Das heißt, Glück ist etwas, was wir gern dauerhaft in unserem Leben haben möchten. Und doch fällt es unglaublich vielen Menschen schwer, Glück zu greifen, Glück zu begreifen, ihm eine Form zu geben. Und du weißt ja auch, ohne Glück wäre das Leben absolut trostlos. Es würde nicht mal wirklich einen Sinn machen, außer der nackten Existenz. Und die kann total langweilig sein. Also Glück gehört natürlich dazu. Glück schöpft sozusagen eine Kraft in uns, die uns zu neuen Ufern aufbrechen lässt. Glück sorgt allerdings auch im Kontext beispielsweise von Glückseligkeit für ein seelisches Gleichgewicht, für eine innere Balance. Du siehst also, Glück hat eine elementare Bedeutung in unserem Leben. Und wenn wir dauerhaft auf der Suche nach Glück sind, dann gibt es doch so viele kleine Dinge, in denen wir Glück sehen oder finden können, und oft sind uns diese nicht präsent. Und deswegen möchte ich dir für diese Folge heute, für dieses Video heute, 7 Fragen mitgeben. 7 Fragen, die du dir beispielsweise jeden Morgen nach dem Aufstehen stellen kannst, um ein Gefühl dafür zu bekommen, was du doch prinzipiell und eigentlich für ein glückliches Leben führst. Bevor wir da reingehen, möchte ich dir natürlich gern die Empfehlung geben: Glücklich sein ist das eine, sich weiterbilden das andere. Und deswegen kann ich dir nur sagen, geh auf Abonnieren, hol dir diesen Kanal, betätige die Glocke und dann bekommst du nicht mit Glück, sondern ganz sicher das nächste Video direkt angezeigt, wenn es für dich online ist. Aber zurück zu diesen 7 Fragen, die du dir stellen kannst, um herauszufinden, wie glücklich du tatsächlich bist. Lass uns mal mit der Frage Nummer 1 beginnen. Stell dir morgens die Frage: Wofür bin ich heute eigentlich dankbar? Und Dankbarkeit kann so viele Elemente beinhalten. Dankbar zu sein, aufzustehen. Dankbar zu sein, neben einem Partner aufzuwachen, den du magst, den du liebst, der in deinem Leben eine Rolle spielt. Dankbar dafür zu sein, dass du nicht durch einen Wecker wach geworden bist, sondern durch deine Kinder, die dir irgendwie an den Füßen gekitzelt haben, weil sie weit vor dir wach geworden sind. Es gibt eine Menge Dinge, für die du dankbar sein kannst. Du musst es dir nur erlauben, sie auch als solche zu begreifen. Also stell dir diese Frage gern intensiv. Wofür bin ich heute dankbar? Und dieses Universum ist unglaublich groß. Es können kleine Dinge sein, es können große Dinge sein, es können Selbstverständlichkeiten sein und es können Dinge sein, die durchaus mit einer hohen Energie oder mit einem Arbeitsaufwand verbunden waren, ein Ergebnis, was du erreicht hast oder was du höchstwahrscheinlich an Gelegenheiten bekommen hast in deinem Leben, um dich zu beweisen oder ähnliche Dinge. Wofür bin ich heute dankbar? Diese Frage ist Nummer 1. Die Frage Nummer 2 schließt sich ein bisschen an eines dieser Beispiele. Stell dir doch mal die Frage: Wen liebe ich und wer liebt mich? Und so banal wie dir diese Frage auch vorkommen mag, Liebe ist etwas, was uns Menschen glücklich sein lässt. Und verwechsel Liebe jetzt bitte nicht mit irgendeiner Gewohnheit, ja? Irgendeiner Situation, in die du dich angepasst hast, wo Liebe schon längst nicht mehr vorkommt, sondern wen liebe ich? Und wir reden nicht nur von Partnerschaften, wir reden von deinen Kindern, wir reden von Geschwistern, wir reden von Eltern, wir reden von Freunden, wir reden in diesem Kontext von Menschen, die in deinem Leben eine Rolle spielen. Und genauso ist es umgekehrt: An welcher Stelle im Kontakt mit diesen Menschen fühlst du dich denn ernsthaft und wahrhaftig geliebt?
Und Liebe hat nicht immer nur die romantische Bedeutung dieser Seite. Liebe hat auch etwas von absoluter Loyalität in sich. Von Menschen, die für dich durchs Feuer gehen würden. Von Menschen, die für dich ihre Hand ins Feuer legen würden. Von Menschen, die dich bedingungslos in all deinen Lebenslagen unterstützen würden. Das hat was mit Liebe zu tun. Wenn du dir bewusst machst, was da in deinem Leben um dich herum vorhanden ist, darf das durchaus ein Anlass sein, glücklich zu sein. Denn die pure Einsamkeit, das pure Alleinsein, hat relativ wenig mit Glück zu tun. Also mach dir einmal bewusst, wen liebst du und wer liebt dich? Die zweite Frage, die dich dazu führen kann, zu erkennen, was dich glücklich macht. Eine dritte Frage könnte sein, welche Dinge in meinem Leben genieße ich augenblicklich am allermeisten? Das könnte beispielsweise sein, dass jetzt, wo der Frühling beginnt, du morgens aufwachst und die Vögel zwitschern hörst und du denkst, dieser Start in den Morgen, der begeistert mich jedes Mal aufs Neue. Es hat was von Aufbruch. Es könnte sein, dass es dich begeistert, dass du, wenn du aus dem Haus gehst, die Knospen sprießen siehst und dieser Aufbruch, diese Aufbruchstimmung, die ein tolles Gefühl vermittelt. Ja? Gerade der Frühling ist ja prinzipiell so eine Zeit, in der sich Menschen häufiger glücklich fühlen als beispielsweise in einem tristen Novembermonat. Aber auch da gibt es Situationen, in denen du Glück empfinden kannst. Also, was genießt du momentan am meisten? Ich kann dir zum Beispiel sagen, es ist jeden Morgen meine warm-kalte Dusche, die ich nehme, die mir ein unglaubliches energetisches Gefühl vermittelt. Für manche ist das ein totales No-Go, sich morgens kalt zu duschen. Für mich ist das, nach einiger Überwindung, die ich dafür gebraucht hatte, um das zu machen, ein Riesenerlebnis. Freue ich mich jeden Tag drauf. Das genieße ich. Ja? Und wenn ich unter der Dusche stehe, dann habe ich ein ganz breites Grinsen im Gesicht, weil ich damit eine unglaubliche Energie verspüre. Ich hatte es gerade schon gesagt. Ja? Also dritte Frage, was genießt du momentan am meisten? Und wenn du in diesen Tag hineinschaust, dann kannst du dir die vierte Frage stellen. Worauf freue ich mich heute tatsächlich? Und auch das ist eine Frage mit Tiefgang. Wenn du weißt, du hast einen ziemlich anstrengenden, vielleicht auch nervigen Arbeitstag vor dir und du musst durch diesen Tag durch, macht es dann vielleicht Sinn, sich auf diesen Moment zu freuen, wenn du all diese ganze Arbeit hinter dir hast? Wenn du nach dieser getanen Arbeit ins Auto steigst und du weißt, du schließt deine Kinder wieder in deine Arme und bist mit deiner Familie zusammen. Oder du freust dich auf das gemeinsame Abendessen, was dann zelebriert wird, wo ihr miteinander die Erlebnisse des Tages austauscht. Was auch immer es ist, es wird an diesem Tag irgendetwas geben, worauf du dich freuen kannst. Ansonsten wäre es verdammt schade, aber du musst genau hinschauen. Und wenn du hinschaust, verspreche ich dir, du findest eine Antwort auf genau diese Frage. Also stell sie dir. Worauf freue ich mich heute? Frage Nummer 5. Oft im Leben gelingen uns Dinge nach einer langen, harten Arbeit. Und dann ist es so, dass wir natürlich häufig eine gewisse Abhängigkeit verspüren in der Anerkennung anderer Menschen. Aber weißt du, für wen es am wichtigsten ist, diese Anerkennung auszusprechen? Für dich selbst. Also stell dir doch bitte mal die Frage, worauf bist du denn heute stolz? Oder worauf bist du grundsätzlich aktuell stolz? Ich habe auch meine Momente und ich habe auch meine Tage, an denen ich tatsächlich das Gefühl habe, ein riesengroßer, dicker, fetter, schwarzer Wolkenteppich schwebt da über meinem Kopf. Und weißt du, was ich an diesen Tagen mache? Ich erinnere mich an all die ganzen Dinge, auf die ich in der Betrachtung meiner bisherigen Erfolge wirklich stolz bin und schöpfe daraus Kraft und schöpfe daraus auch Glücksgefühle und glückliche Emotionen, weil mir all diese Erlebnisse zeigen, ja, auch damals hatte ich gegebenenfalls mal so eine dunkle Wolke über dem Kopf, aber auch das hat irgendwann ein Ende gefunden und ich bin durchgegangen durch diese Zeit und durch diese Situation und auch das hat mir Glück verschafft. Ich möchte dir ein anderes Beispiel geben. Das ist zwar ein bisschen außer der Reihe jetzt, aber wir Menschen empfinden ja auch meistens, wenn wir Menschen verlieren, wenn wir andere Menschen verlieren, Trauer. Insbesondere, wenn ein uns geliebter Mensch stirbt. Interessanterweise können wir auch in diesen Momenten, wo wir absolut traurig sind, Glück empfinden. Nicht für uns, aber beispielsweise für das Leben, was diesem anderen Menschen vergönnt war, auch wenn wir ihn jetzt unglaublich schmerzhaft vermissen.
Aber dieser Mensch hatte ein Leben und er hatte glückliche Momente und er hat eine tolle Zeit gehabt und du warst ein Teil davon. Und das darfst du dir auch mal in Erinnerung rufen und hochholen, wenn dich die Trauer scheinbar unaufhaltsam Richtung Boden drückt. Erinnere dich an diese Momente, die du mit diesem Menschen geteilt hast. Und nicht im Sinne eines Bedauerns oder einer Trauer, sondern im Sinne von Glück und Dankbarkeit für diese Zeit. Ja, knüpft an die erste Frage. Also das vielleicht nochmal als kleiner Sidestep. Frage Nummer 6. Und das ist etwas, das passiert vielleicht nicht jedem und nicht häufig, aber auch diese Frage solltest du dir mal stellen. Was macht dein Leben gerade besonders aufregend? Es könnte zum Beispiel sein, dass du gerade die Verantwortung für irgendein wichtiges Projekt in deiner Firma übertragen bekommen hast. Und mit dieser Verantwortung fühlst du dich gewertschätzt. Endlich hat jemand das Potenzial gesehen, das du zu leisten in der Lage bist. Und jetzt hast du diese Verantwortung bekommen. Das ist ein aufregender Prozess, weil das Projekt ist noch nicht beendet. Du fängst vielleicht gerade erst an. Und das ist deine Chance zu beweisen, was in dir steckt, wer du bist. Könnte ein Beispiel sein. Natürlich, wenn du verliebt bist beispielsweise, dann fliegen deine Glückshormone sowieso mit dir einmal zum Mond und zurück. Aber auch das ist etwas, was dein Leben aufregend macht, weil du weißt nie, wie die nächste Begegnung mit deinem Wunschpartner oder deiner Wunschpartnerin aussieht. Ja, und das ist ein so unerschöpfliches Universum von Optionen und von Dingen, die das Leben aufregend machen können, mach dir das immer wieder bewusst. Und wenn du vielleicht schon eine Weile in einer Partnerschaft unterwegs bist, denk in solchen Momenten mal daran zurück. Und was könntest du heute und jetzt tun, um deine Partnerschaft vielleicht wieder auf dieses Niveau zurückzubringen? Auch wenn du vielleicht gerade das Gefühl hast, dass eine gewisse, Gewohnheit eingekehrt ist und du mit dieser Gewohnheit auch abgelegt hast, dir gegenseitig Freude zu machen. Ja? Solche Dinge können eine Rolle spielen. Also, was macht mein Leben gerade aufregend? Und wenn du noch kein Beispiel dafür findest, dann kannst du dir jetzt eins kreieren, damit du, wenn du morgen aufwachst, dir diese Frage auch beantworten kannst. Das war Frage Nummer 6. Letzte Frage, und das ist natürlich eine eher universelle Frage. Welches Ziel, was du aktuell auf dem Zettel hast, motiviert dich ganz besonders? Also welches Ziel hat in deiner Liste der Prioritäten, auch wenn Prioritäten in diesem Fall sicherlich der falsche Kontext ist, weil es gibt nur eine Priorität, ja, aber auf deiner Liste der Themen die besondere Bedeutung. Was ist deine Nummer eins? Was ist dein Nummer eins Ziel? Was motiviert dich momentan ganz besonders? Und diese Motivation macht ja was mit dir. Ja? Das könnte bedeuten, dass du morgens kaum erwarten kannst, aus dem Bett zu steigen, weil du dir unbedingt die Laufschuhe anziehen willst und du eine Riesenlust verspürst, loszurennen. Ich kenne dieses Gefühl selber. Ich habe mich oft schwer getan, dauerhaft Sport zu treiben. Ja, auch wenn ich früher Leistungssportler war. Ich habe viele, viele Jahre Handball gespielt und habe danach aber dann irgendwann auch so ein bisschen den Sport an den Nagel gehangen, was ich auch körperlich gemerkt hatte. Und es war extrem mühsam, zurückzukehren in den täglichen sportlichen Rhythmus. Das Verrückte war, ich hatte irgendwann ein Niveau erreicht, wo ich mir voller Lust und Freude bereits abends meine Laufsachen zurechtgelegt hatte, weil ich es kaum erwarten konnte, am nächsten Morgen die Klamotten anzuziehen und eine Runde laufen zu gehen. Ja? Also, welches Ziel motiviert dich momentan ganz besonders? Das sind diese 7 Fragen, die du mal mitnehmen kannst, die du dir vielleicht auch im Anschluss an dieses Video aufschreiben kannst, um sie jeden Tag für dich auf die eine oder andere Weise zu beantworten. Und ich wünsche mir von Herzen für dich, dass du auf jede dieser Fragen eine tolle Antwort findest und du damit feststellst, dass das Glück nichts ist, dem du permanent hinterherjagen musst, weil es scheinbar etwas unglaublich Großes ist und Seltenes und weil es irgendwie etwas ist, was nur kurze Zeit bei dir bleibt, sondern weil Glück etwas ist, was du jeden Tag in deinem Leben finden kannst, wenn du bereit bist, die richtigen Fragen zu stellen. In diesem Sinne wünsche ich dir bei der Beantwortung dieser Fragen natürlich unglaublich tolle Antworten. Ich wünsche dir schöne Erkenntnisse. Ich wünsche dir, dass du ab jetzt dein Leben mit dem Thema Glücksgefühl in einer ganz anderen Verbindung siehst und ja, dabei viel Spaß. Wir sehen uns im nächsten Video. Ich freue mich auf dich und bis dahin alles Gute. Ciao.